in der Klinik am Südring. Der plötzliche Herztod ist in Deutschland eine der häufigsten Todesursachen. Etwa 80.000 bis 100.000 Menschen kommen dadurch pro Jahr ums Leben. In der Notaufnahme behandelt Assistenzarzt die FAM mehrere Patienten, die bei einem Busunglück verletzt wurden. Noch ist nicht vorhersehbar, dass selbst ein Ersthelfer dringend Hilfe braucht. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir sind fertig. Ich habe einen Gelkriss angelegt. Sehr schön. Kleine Wunde haben wir versorgt. Gut, Sie wissen Bescheid. Den Verband auf jeden Fall 3 Wochen da lassen. Mhm. Nächster Termin beim Orthopäden. Okay. Bei weiteren Fragen oder wenn irgendwas passiert und Sie sich unwohl fühlen, können Sie jederzeit hier in die Klinik kommen. Mhm, danke. Alles Gute. Dankeschön. Gute Besserung. Heute war hier in der Klinik die Hölle los. Wir hatten einen Massenunfall von Verletzten. Dabei ist unter anderem auch ein Patient gekommen, der selber während der Hilfe kollabiert ist und intubiert zu uns in die Notaufnahme gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich überhaupt nicht, warum er auch noch mit betroffen ist und wie wir weitermachen sollen. Bei uns aktuell, bei unserem Eintreffen, ist er dann ins Flimmern gegangen, Kammerflimmern gegangen. Wir haben defibrilliert, schläft jetzt, ist ansonsten jetzt stabil. Wir haben Top-T-Test schon gemacht. Der erste war jetzt positiv gewesen. Positiver Top-Test, also Herzsymptomatik. Ja. Ja. Gut, wiederholt er ja eh nochmal. Okay. Sie haben wir jetzt mitgenommen. Sie ist soweit unverletzt, hat einen Katscher hier an der Seite. Kannst du mir kurz sagen, wer das ist? Warum steht sie mit dabei? Sie war die Ersthelferin. Ich bin die Arbeitskollegin von Sebastian. Und ach so, ja, das ist jetzt nicht, aber... Ich bin halt mitgefahren, weil ich auch ihn... Er hat noch geholfen, er hat die ganzen Verletzten mit mir zusammen noch alle rausgetrunken aus dem Bus und hat dann... ist dann zusammengebrochen und ich bin einfach hin, hab reanimiert, da keinen Puls, kein Atem. Ich weiß nicht, was gerade mit ihm los ist. Wir hatten ja die Ersthelferin, die war 18 Jahre, das war ja eine Arbeitskollegin von demjenigen und die hat wirklich... alles richtig gemacht. Also Leute, die mal Angst haben, bei Notfällen immer was falsch zu machen, gar nichts zu machen, das ist falsch. Und sie hat wirklich gerade, Gott sei Dank, auch sogar einen Erste-Hilfe-Kurs gehabt und konnte so richtig reanimieren bzw. beatmen und hat ihn auch sozusagen gerettet. Okay. Gut, Dank. Gut, ich. Wahrscheinlich kommen noch mehr. Du weißt ja, was heute los ist. So, wie ist es mit Angehörigen? Wir haben keine Infos über Feuererkrankungen, Allergien, Medikamente? Nix. Weiß ich, also, hier konnte auch keine Angaben machen. Hör mal, wenn du mich nicht mehr brauchst, dann würde ich jetzt wieder zum Unfallgeschehen okay. da hingehen. Vielen Dank. Ja? Ja? Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Okay, bis später. Ihnen geht's aber soweit. Mir geht's gut. Li Pham macht sofort einen Ultraschall vom Oberkörper des Mannes. Der Assistenzarzt will dadurch die Herzfunktion überprüfen und feststellen, ob der Patient innere Blutungen hat. Okay, keine Flüssigkeit zwischen Leber und Niere. Alles klar, keine akute innere Blutung zu sehen. Switch noch mal aufs Herz aufgrund der Herzsymptomatik. Kannst du mir Tobi Tücher geben? Ach, schon gut. Einmal CT anrufen für Bereitschaft. Ja. Blitze. Aber ist denn jetzt eigentlich genau los? Kleinen Moment, kommen Sie erstmal kurz an die Seite. Aber der war vorher total gesund. Also der hat Sport gemacht, sich gesund ernährt. Ich weiß nicht, was wirklich los ist. Wir müssen jetzt erstmal selber über. Herz hat eine gute Ausdruckfunktion. Auf den ersten Blick keine Klappenfehler zu erkennen. Okay, rüber. Ja. Die CT-Diagnostik hat mir mehr Sorgen gemacht, weil ich über das Herzultraschall keine Auffälligkeiten bei der Herzfunktion sehen konnte. Das Herz hat gut gepumpt. Wir haben keine Klappenfehlfunktion gesehen. Und ich wollte auf jeden Fall eine Blutung ausschließen oder irgendeine Fraktur, die wir übersehen haben, die lebensbedrohlich für den Patienten enden könnte. Der Patient wird auf der Radiologie computertomografisch untersucht. Für Li Pham ist der plötzliche Herzstillstand des jungen Mannes sehr ungewöhnlich. Er benötigt dringend Informationen, um ihn optimal versorgen zu können. Dann sind alle durch das ganze Bus kreuz und quer rumgeflogen und Sebastian und ich waren eigentlich ziemlich leicht verletzt. So, dass wir eigentlich die anderen noch rausgetragen haben, okay. noch erste Hilfe überall geleistet haben, wo es halt irgendwie ging. Und dann plötzlich ist es einfach umgekippt und ich wusste gar nicht, was los ist. Und weil ich halt gerade erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, habe ich jetzt halt sofort Puls, Atemgefühl, Triangulation angefangen. Also erstmal super und ich bin sehr froh, dass es Menschen wie Sie gibt. Wissen Sie vielleicht irgendwas über seine Vorerkrankungen? Hatte er irgendwas? Warum ist er ohnmächtig geworden? Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber kurz hier auch. Ich kann es einfach überhaupt nicht fassen, weil er macht Sport, er ernährt sich gesund. Wir sind gut befreundet. Ich weiß eigentlich vieles über ihn, aber dass er so eine Herzerkrankung oder irgendwas mit dem Herzen zu tun hat,
Keine Ahnung. Er hat eine Kontaktperson, die Mutter habe ich gehört. Die wurde schon informiert, die müsste auf dem Weg sein, die müsste jetzt hoffentlich bald kommen und dann... Hoffentlich wird sie weitere Infos geben, was er vielleicht noch nimmt, was ich halt nicht weiß und dann... Alles klar. Sehr gut, das heißt, sie ist auf dem Weg. Ja. Bei Ihnen ist aber soweit alles in Ordnung. Bei mir ist alles gut. Ich habe halt der Lippe ein bisschen, leider an dem Krankenwagen schon ein bisschen was behandelt. Und ich würde einfach gerne an die frische Luft gehen, ein bisschen Luft schnappen, ein bisschen runterkommen. War alles ein bisschen Stress gerade, ne? Ja. Ich sehe, Sie haben ja auch an der Hand was. Das ist aber nicht allzu schlimm. Ich würde einfach, wie gesagt, einfach mal gerade einfach rausgehen. Ja, da können wir uns ja gleich drum kümmern. Das ist mir alles gerade ein bisschen zu viel. Also, ich kann Sie um was bitten. Sie unterschätzen die Situation wahrscheinlich, die Sie selber durchmachen. Ich würde Sie nach vorne mitbringen. Der Kollege schaut einmal drauf und dann können Sie gerne nach draußen gehen. Ist das ein Angebot? Ja. Okay. Machen Sie sich das erstmal an die Lippe. Flieger Tobi wird Sie begleiten. Ich bringe Sie jetzt erstmal nach draußen. Hast du einen Blick auf Sie? Ja, klar. Frau Lenzen hatte eine leichte Wunde an der Lippe sowie eine Schnittwunde an der Hand. Sie ist der Grund dafür, dass der Patient noch lebt, dass sie sich dabei aber auch selber in Gefahr gebracht hat. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen können. Denn vorerst muss Li Pham den kollabierten Patienten stabil halten. Dem Mann droht ein Herzinfarkt, denn seine Herzfrequenz ist immer noch sehr hoch. Während er zurück in den Schockraum gebracht wird, erreicht seine Mutter die Klinik. Was ist denn passiert? Also, Ihr Sohn ist in einem Busunfall beteiligt gewesen. Er hat den anderen Menschen geholfen, ist währenddessen kollabiert, musste dann selber wiederbelebt werden. Der Rettungswagen hat ihn hergebracht. Er wird künstlich beatmet und mit einer Herzdruckmaschine vom Blut her versorgt. Wir haben als nächstes ein CT gemacht und das CT hat uns schon angerufen. Wir haben keine Blutung im Kopf finden können, keine Knochenbrüche am Körper und die inneren Organe sind auch nicht beschädigt. Gott sei Dank ist dann irgendwann die Mutter aufgetaucht, denn die Mutter gibt mir eine Info, was er an Vorerkrankungen hat, ob Allergien bekannt sind, ob er Medikamente nimmt, wie es mit Alkohol und anderen Substanzen aussieht. Und dann kann ich ganz viel ausschließen und dann können wir auch die Therapie dementsprechend anpassen. In unserem Fall hat sie uns eine sehr, sehr wichtige und bedeutende Information gegeben, die uns im weiteren Therapieverlauf entscheidend beeinflusst hat. Wird er wieder gesund? Genau, die Herzparameter sind erhöht. Wir warten jetzt noch das Laborergebnis ab. Aber er ist kreislaufstabil, was schon mal eine gute Nachricht ist. Nee, was sind hier einmal die Blutergebnisse? Vielleicht hat das was mit dem Virus zu tun. Temperaturerhöhung. Infizierung. Infizierung? Ja, er hat vor 2 Monaten die Diagnose erhalten, er hat sich an Hepatitis C infiziert. Hepatitis C, wie hat er das denn bekommen? Er hat sich ein Piercing stechen lassen. Und dadurch ist das gekommen. Oh, ist das ärgerlich. Vor 2 Monaten? Vor 2 Monaten. Wird er medikamentös behandelt? Sicherlich wird er da behandelt, aber wie gesagt, bis jetzt hat er noch keine Nebenwirkungen gemerkt. Also er hat erhöhte Entzündungswerte, die auf eine Infektion in seinem Körper hindeuten. Von der Diagnose her kann es sein, dass es zu einer Herzmuskelentzündung gekommen ist. Das wäre die primäre Ausschlussdiagnose. Die Analyse der Blutergebnisse deutete auf eine sogenannte Myokarditis hin, eine Entzündung des Herzmuskels, die hervorgerufen werden kann durch eine Viruserkrankung, wie zum Beispiel die Hepatitis C-Erkrankung, die er durchlaufen hat. Für uns bedeutet das natürlich, dass er direkt auf Intensivstationen gehen muss und wird, dort eine Herzinfarkt-Ausschlussdiagnostik bekommt und wir dann weitere Maßnahmen ergreifen. Darf ich dich einmal ganz kurz sprechen? Ja. Kann ich überhaupt? Ich würde mich sonst... Kann ich beibleiben? Ja, bleiben Sie hier. Wir machen dann soweit alles fertig. Ja, was ist los? Du, die Frau Lenzen, ne? Die hatte doch diese Macke an der Lippe. Und die hat ihn doch wiederbelebt. Die hatte auch Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Du meinst doch nicht. Wegen der Hepatitis. Ich glaube, ich mache mich mal auf die Suche. Ich habe sie vorne eigentlich in den Wartebereich gesetzt. Ich schaue mal, ob die da noch ist, dann hole ich sie einmal zu Bitte, dir. Bitte, wir müssen mit ihr sprechen. Ja, alles klar. Hepatitis C ist eine unheilbare Leberentzündung und wird durch das Blut übertragen. Es könnte also sein, dass sich die junge Frau angesteckt hat. Hat sich der Kollege die Hand angeschaut? Nee, noch nicht. Aber ich jetzt, nachdem ein bisschen runterkomme, spüre ich noch leichte Schmerzen in der Hand. Das ist... Ich musste mir das einmal ganz kurz anschauen, ob Sie da eine Wunde haben. Können Sie mir noch mal etwas über die Reanimation sagen? Wie haben Sie ihn reanimiert? Ich habe uns Mundbeatmung gemacht und immer halt auf dem Brustkorb die Reanimation angefangen. Mhm. Wir haben bei Herrn Lenzen gesehen, dass das Blut aus seiner Wunde auch mit auf die Lippe gekommen ist. Können Sie sich erinnern, ob Sie Kontakt zu dem Blut hatten? Nee, doch, kann sein. Also ich habe keine Hilfsmittel benutzt, was die Reanimation anging. Ja. Frau Lenzen,
Wie haben Sie denn die ganze Zeit ohne Schmerzmittel ausgehalten? Schau dir das mal an. Sie hat eine Wunde. Frau Lenzen, ja, gegeben. Wir haben zwei Sachen, die wir jetzt besprechen müssen. Das erste ist, wir müssen uns um Ihre Wunde kümmern. Ja. Und das zweite ist, bei dem Herrn Ruhland, ich stehe ja sonst unter Schweigepflicht, aber ich muss Ihnen das einfach sagen, Herr Ruhland hat in den letzten zwei Monaten eine Hepatitis-Infektion durchgemacht. Hepatitis? Eine Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die durch ein Virus verursacht wird, ja, die akut und chronisch verlaufen wird. Kann. Und hat das was mit mir zu tun? Diese Infektion wird über das Blut übertragen. Das heißt? Das bedeutet für Sie, dass Sie ein Risiko haben, dass Sie eine Infektion über diese Mund-zu-Mund-Beatmung bekommen haben. Ja. Das Gute ist, dass Sie haben das Richtige getan und Sie haben dafür gesorgt, dass Herr Ruhland jetzt noch lebt. Und das kann ich Ihnen sagen, Sie haben einen Menschenleben gerettet. Das bereue ich auch keineswegs. Also das jetzt ein bisschen, ja. Okay. Das andere ist, dass die Gefahr besteht, dass Sie sich angesteckt haben mit der Hepatitis C-Infektion, mit dem Hepatitis C. Und das ändert für Sie jetzt aktuell gar nichts. Was aber wichtig ist, ist, dass wir jetzt einmal Blut abnehmen. Mhm. Und wir in 4 bis 6 Wochen nochmal das Blut kontrollieren. Und erst dann kann man eine Aussage machen darüber, ob Sie das Virus in sich haben oder nicht. Unser Patient auf Intensivstation wird die nächsten Tage behandelt. Wir wissen, was er hat und gehen von einer kompletten Ausheilung aus in den nächsten Monaten. Bei der Frau Lenzen ist definitiv klar, sie wird ausheilen. Wir wissen nicht, ob sie sich infiziert hat, aber letzten Endes hat sie ein Menschenleben gerettet und selbst bei einer Infektion eine Therapie vorhanden ist, sodass sie sich keine Sorgen machen braucht. Wir haben es erstmal notfalldürftig versorgt, ne? Dass es auf jeden Fall nicht blutet und kein Dreck mehr reinkommt. Ich habe es ein bisschen sauber gemacht, also das wird erstmal für einen Moment okay sein. Ne? Wir müssen uns das aber gleich noch mal genauer angucken, weil es kann sein, dass vielleicht sogar noch was genäht werden muss oder so, ne? Weil das sah schon sehr übel aus. Besonders wichtig bei Ersthelfern ist, dass sie auch an sich selber denken. Also der Selbstschutz geht vor, wenn man sich selbst schützen möchte. Es gibt kleine Päckchen, die sozusagen wie so ein Mundschutz sind mit einem kleinen Ventil davor. Das kann man sich kaufen für 2 Euro im Sanitätsbedarf oder auch im Internet bestellen. Das kann man sich an Schlüsselbund machen. Wenn man sowas nicht dabei hat, eine Tüte nehmen. Eine Plastiktüte von einer Einkaufstüte reicht. Einfach das Plastik abreißen, ein Loch rein, über den Mund halten, beatmen oder über die Nase beatmen. Oder man kann zur Not auch einfach nur ein Taschentuch nehmen, wenn man jetzt keinen direkten Hautkontakt haben möchte. Aber das Allerwichtigste ist die Herzdruckmassage, sobald man keinen Puls mehr fühlt. Aber da braucht man gar keine Angst haben, weil besser ist, wenn irgendjemand drückt, als wenn gar keiner was macht. Das Schlimmste ist, wenn die Leute sich umdrehen und gehen. Ich finde das richtig klasse, was Sie da gemacht haben. Weil nicht jeder hat die Zivilcourage und hilft. Also Respekt. Hut ab. Gut. Entschuldigung, darf ich Sie mal stören? Sind Sie die Frau, die mein Sohn das Leben gerettet hat? Das Herz des Mannes war durch das Hepatitis-C-Virus geschwächt. Bei der Rettung der Verletzten hatte der Mann sich überlastet, weswegen es zum Herzstillstand kam. Er wird wieder vollkommen gesund. Seine Lebensretterin hat sich nicht infiziert.